So, Tag ihr Nasenbären und herzlich willkommen nach langer Zeit wieder zu einem Video. Ich habe leider derzeit nicht so die Zeit, um regelmäßig Videos zu bringen, da mich ja momentan auch der Server immens zeitmäßig beansprucht. Ja, ihr seht hier im Hintergrund, ich wollte euch einfach mal nochmal exklusiv hier nochmal Farmparadies vorstellen. Weil ich persönlich finde das Spiel richtig klasse. Ja, am besten fangen wir einfach mal nochmal an. Hier unter der Rubrik Farmer. Ich meine, das ist jetzt, wenn man drin ist, ist das hier so das Interface, wo man dann hat. Ich schaue jetzt gerade mal, ob die eine Kollegin gerade online ist. Nein, ist nicht. Ja, wir fangen hier mal an. Ganz vorne hier hat man Farmer, da kann man dann auf Fähigkeiten gehen und kann dann hier seine Fähigkeiten skillen. Was natürlich schon bei mir sehr hoch ist, weil ich ja, wie man hier sieht, Level 4, 454 schon bin. Dann die nächste Rubrik ist das Lager. Da hat man dann seine ganzen Waren, die man gekauft hat oder eben auch produziert hat. Man kann es entweder hier über diese Variante machen, wo man hier dann natürlich noch einen Login-Bonus drin hat. Oder man kann es auch hier über die oberen Schaltflächen machen. Ja, hier haben wir zum Beispiel jetzt Werkzeugkiste. Da kann man dann seine Sachen verbessern oder eben in meinem Fall nur noch reparieren, wenn sie soweit kaputt sind, abgenutzt sind. Auch sehr realistisch gemacht. Dann kommen wir hier mal zur nächsten Rubrik, und zwar Fähigkeiten. Ne, da waren wir doch schon, oder? Ja, Aufgaben sind wir jetzt. Aufgaben. Da gibt es dann solche Sachen wie jetzt hier, ihr seht es. Erfülle die Aufgaben und erhalte 3 Torf und 5 Premium-Punkte. Premium-Punkte braucht man zum Beispiel hier, um sich Premium-Account zu machen. Oder halt da die Coupons zu kaufen. Für diese Premium-Punkte. Oder und dieses Torf, das ist in-game, braucht man das halt für das ein oder andere. Ja. Dann steht ja dort unten, was man machen soll. Man soll das gesuchte Item mindestens einmal abgeben. Dann soll man 10-mal angeln. Dann mindestens einmal das Feld ernten. Kann ich jetzt hier erst in 16 Stunden machen. Dann fütter mindestens einmal deine Tiere. Gehe mindestens dreimal im Sumpf. Und dann hat man hier eben, wie oft man das erledigen soll. Wenn man das gemacht hat, kann man hier dann eben das erledigen. Dann hier ist das gesuchte Item, von dem vorhin die Rede war. Alle 24 Stunden kommt ein neues gesuchtes Item. Wenn man das hat, kann man das auch abgeben. Ich habe jetzt leider kein Item. Man kriegt halt dann auch hier den Verkaufspreis. Dann Gourmet-Markt ist, hier gibt es dann so Weine, die kann man eben, bei Farm kommen wir später dazu, kann man die herstellen und dann kann man die hier eben abgeben. Die Preis hier und EP, wo man kriegt, werden auch alle 24 Stunden aktualisiert. Dann kann man eine soziale Aktivität machen. Das kann ich euch jetzt hier mal zeigen. Ich glaube, das geht. Wenn ich jetzt mal hier klicke, Volume. Gut, da war jetzt die letzte Interaktion. Aber so kann man zum Beispiel eine Interaktion machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal Hi reinschreibe, kann ich auch die Interaktion zum Beispiel bei mir selber machen. Da habe ich mir selber eine Blume geschenkt. Wenn man die 10-mal macht, kriegt man, glaube ich, auch wieder so, kriegt man wieder speziell halt Premium-Punkte. Dann kann man hier natürlich Leute werben und es gibt jedes Mal auch oder 100 Premium-Punkte, wenn man die Leute wirbt. Allerdings ist das ein bisschen an gewisse Sachen gebunden, weil in der Vergangenheit es schon oft genug ausgenutzt worden ist. Erstens muss der geworbene Spieler Level 50 haben. Also erreicht haben, dann 15 Tage registriert sein und der Spieler darf sich am Ende der 15 Tage, natürlich die letzten 3, nicht inaktiv gewesen sein. Hier hat man natürlich dann seinen Link und dann kann man hier eben, sieht man seine geworbenen Spieler. Dann gibt es mittlerweile ja eben diesen Login-Bonus. Sieht man dann hier. Also
ich zum Beispiel kann mich jetzt da natürlich keine 22 Tage mehr anmelden. Aber man kriegt dann hier zum Beispiel hier einen Wochencoupon. Dann kriegt man Premium-Punkte, Stinkbomben und so weiter, was man halt alles hier sammeln kann. Und je nachdem, man kriegt mal die Belohnung hier. Ich habe mich jetzt den Monat gerade mal 4 Tage eingeloggt, beziehungsweise 5, und kriege halt dementsprechend die Sachen. So, kommen wir weiter zur Farm hier oben und auf Feld. Im Feld kann man Sachen einsehen. Kann ich euch zeigen, weil ich das jetzt eh schnell machen muss. Ich habe jetzt hier, ich habe die Energie gerade, jetzt sehe ich gerade. Muss ich mir jetzt die Energie pushen? Dann kann man, glaube ich, alle paar Tage kann ich hier meine Bäume abernten. Die sind aber schon recht alt und ich glaube, nach 30 Tagen oder so werden die Bäume automatisch, sagen wir mal, gefällt. Dann die nächste Variante ist die Stallungen. Da war ich ja vorhin schon drauf. Habe ich hier meine Kühe zum Beispiel alle Erträge genommen. Ich habe natürlich jetzt schon ziemlich viele Tiere und kann dementsprechend die Erträge nehmen. Und wenn man hier beim Fähigkeiten, Viehzucht zum Beispiel skillt, kriegt man eben hier richtig viel und man kriegt auch dementsprechend richtig viel XP. Was natürlich bei mir mittlerweile der Fall ist, weswegen ich beim Einsammeln meiner Erträge meistens ein, zwei Level aufsteige. Hier kann man den Stall dann noch ausbauen, kann ich aber jetzt derzeit nicht, weil ich einfach mittlerweile ziemlich viel Euros brauche, weil ich hier schon eben auf einem ziemlich hohen Level bin. Dann kommen wir weiter zum Haus. Man kann hier zum Beispiel Rezept, gebe ich mal jetzt zum Beispiel auf Grosch, dann kann man hier zum Beispiel das herstellen, wenn man die passenden Sachen hat. Und dann steht immer da, was man braucht. Dann hat man natürlich hier Unterrubriken. Einmal hier die Küche, wo ich jetzt gerade bin. Dann den Weinkeller. Das sind die Weine, wo ich vorhin gesagt habe. Da kann man dann hier zum Beispiel hier hinklicken, braucht aber 1500 Früchte, das langt bei mir leider nicht. Dann braucht man 200 mal Zuckerrohr und ein Gärgefäß. Gärgefäß hätte ich, Zuckerrohr nicht. Bin ich hier gerade am Anbauen. Dann könnte ich normalerweise einen herstellen und der würde 4 Stunden dauern. Wenn der Wein hergestellt ist, kann man den da abgeben. Dann gibt es noch das Labor, wo man dann hier, wie ihr seht, wenn man das Zeug hat, da hat man zum Beispiel das Torf, was man braucht. Kann man dann hier zum Beispiel Kraftfutter für die Schafe herstellen oder so. Ist aber nicht hundertprozentige Gelingchance. Dann kommen wir weiter zum Teich. Den kann man natürlich auch wieder ausbauen. Kann hier dann auch sogar direkt einkaufen und kann hier dann die Viecher in den Teich setzen. Könnte ich jetzt machen, theoretischerweise. Aber ich habe das immer ganz gern, dass ich hier die gleichen Zahlen habe, weil dann kriege ich nämlich immer regelmäßig genau die gleiche Stückzahl. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier, ich kann jetzt 100 Stück reinsetzen, welche reinsetzen würde, dann 100 Stück reinsetzen würde, würde ich jetzt in 3 Tagen, also hier, 1900 haben und dann wieder 1800, 1800. Deswegen warte ich einfach und setze halt irgendwann wieder nach. Das ist das gleiche Prinzip haben wir beim Wildtiergehege und beim Kräutergarten. Ist im Endeffekt bei allen dreien das gleiche Prinzip, dass man eben hier das Zeug generiert. Und man hat noch einen anderen Vorteil, man kriegt auch Skillpunkte. Zum Beispiel beim Teich kriegt man auf Angeln Skillpunkte wegen mit dem Nachwuchszeug hier. Was natürlich auch gut ist, wenn man da entsprechend viele Viecher jeden Tag bekommt. Dann das nächste ist die Stadt. Da seht ihr zum Beispiel bei Bank, dass ich hier richtig viel Kohle habe. Und das allein ist, sind die Zinsen von einem Tag, die ich habe. Dann Casino. Kann man hier irgendwie so ein komisches Lottozeug da spielen und sich Lose kaufen, was ich natürlich gleich mache. 20 Stück kann man am Tag kaufen. Und ja, die Lose, da bekommt man dann Baumsamen oder andere Sachen. Dann Recycling-Sender. Da kann man zum Beispiel hier Müll abgeben oder Wrackteile, je nachdem, wenn man sie halt findet. Beim Angeln kann man das finden, da kommen wir dann dazu noch. Kann man die Sachen hier abgeben. Dann Marktplatz. Stehe ich jetzt zum Beispiel immer noch drinnen. Kann man hier zum Beispiel Sachen verkaufen. Und ich könnte jetzt auch Sachen rausnehmen, will ich aber nicht.
Und wenn man jetzt bei anderen User kaufen will, kann man hier die Sachen kaufen. Zum Beispiel machen wir es hier mal. Dann kann man hier die Stückzahl eingeben und kaufen. Dann schwarzes Brett. Da kann man ein Gesuch erstellen und kann dann eben dann nach Gesuch kann man dann, können die anderen Spieler sozusagen einen dann diese Items geben, wenn sie es haben, und dann hat man es in seinem Inventar. Dann hier ist jetzt der Großmarkt, da kann man dann Samen kaufen oder eben Tiere kaufen oder sonstige Sachen wie jetzt Steine oder so kaufen. Dann, wobei man die Steine übrigens oder und das Holz auch über Umgebung bekommen kann, da kommen wir ja dann noch dazu. Dann Auktionshaus, kann man auch hier Sachen reinstellen und kann die dann kann die Leute drauf bieten, ne? So wie jetzt ich hier zum Beispiel auf diese Formel hier geboten habe. Zugegeben, ich will die dann ein bisschen teurer auf dem Marktplatz versteigern. Privathandel kann ich jetzt zum Beispiel mit irgendjemand hier handeln. Kann ihn dann anbieten, wie viel ich verkaufen will und was ich für die Items haben möchte. Alle wohlgemerkt. Ganz wichtig, da muss man aufpassen, dass man wirklich den Preis für alle reinsetzt, nicht den einzelnen Preis fürs Einzelne. Dann sind wir hier auch schon durch. Dann gehen wir eben zur Umgebung, wo wir dann zum Angeln kommen. Ihr seht hier, man muss entsprechende Menge an Angeln haben und man muss hier die Skillstufe entsprechend haben. Ich habe jetzt hier schon Stufe 2 frei, ne, vom Angelort. Und was auch ganz wichtig ist, ihr seht jetzt hier, merkt euch mal die Zahl oder schreibt sie euch auf. Wenn ich jetzt hier angeln gehe, dadurch, dass ich jetzt geskillt habe, angle ich natürlich mehrere Items mit einem Schlag. Ich weiß jetzt, ob es das schon aktualisiert. Ne, es macht Sinn, wenn ich hier meine Sachen bekomme. Dann kommen wir da gleich nochmal dazu. Dann haben wir das Bergwerk, da kann man dann abbauen. Kann ich euch auch mal zeigen, das dauert ein wenig länger. 2 Minuten. Ne? Und da bekommt man dann sowas wie Gold oder sowas. Halt Stein oder was man finden kann. Genauso wie hier im Gebirge kann man Steine schlagen, kann man jagen, da findet man dann Tiere. Oder sammeln, da findet man halt mal das. Dann im Wald das gleiche, nur dass man halt statt Steine schlagen Holz hacken kann. Und im Sumpf kann man hier sich dann sofort bewegen. Und desto weiter man rauskommt, desto länger dauert es. Und kann dann eben so gewisse Sachen dingsen, kann man dann halt gewisse Sachen finden. Ne? Wie zum Beispiel Black Bull, das ist sowas wie Red Bull, da kriegt man dann hier seine Energie wieder voll und so. Ist eigentlich auch ganz nice. So, jetzt müsste ich hier mit dem Angeln fertig sein. Hier steht es ja schon fertig. Ist aber nur, weil ich Premium bin. Ich bin nämlich ziemlich lang noch Premium-User. Jetzt schaut genau auf die Zahl und jetzt zeige ich es euch, wenn ich jetzt hier das Zeug angenommen habe. Komm, schneller. Ich habe jetzt hier dementsprechend häufig geangelt. Wenn ich jetzt wieder auf Angelorte gehe, zieht es natürlich das mit einem Schlag alles ab. Desto häufiger man angeln kann, also desto höher das Geskill ist. Man angelt zwar einmal, aber man kriegt ja dann zum Beispiel. Ab einer gewissen Skillpunktzahl kriegt man immer ein Tier mehr oder halt einen Gegenstand mehr. Und dann kann man die eben hier schneller runterarbeiten, diese Dinge hier. Ist ganz gut, weil so dauert das nicht ewig, weil sonst müsste man hier, keine Ahnung, was weiß ich, 25.000 Mal oder so oder 20.000 Mal angeln, was ein wenig öde wäre. Dann sind wir hier auch schon durch. Dann kommen wir zum nächsten Reiter, Clan. Könnt ihr, wenn ihr das Spiel spielt, könnt ihr da mir das gerne in die Kommentare schreiben, dann kann ich euch da in den Clan mit reintun. Also ihr könnt halt dann auch hier rein. Wenn man im Clan ist, hat man hier einmal eine Clan-Übersicht. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel bei mir so ein kleines Ding gemacht, dass ich den Leuten auch einen Kredit anbiete, wenn sie ein bisschen Hilfe brauchen. Gerade so Anfangs-User ist es ganz gut, wenn man da ein bisschen unterstützen kann. Und da müsst ihr einfach nur nach GTA-Fans suchen. Dann findet ihr normalerweise auch meinen Clan. Dann Aufgaben. Seht ihr, haben wir jetzt hier aktuell Clan-Aufgabe. Kann ich hier abgeben. Kann auch abbrechen, aber das will ich jetzt nicht. Und dann kann man hier eben auch, da ist zum Beispiel eine Aufgabe, habe ich da schon beendet. Mal, oder schon ewig her, wie ihr seht. Aber ihr seht hier, wenn man was abgibt, kriegt man immens viel eigentlich. Dann das nächste ist Bonnie.
seht ihr, da ist dann halt so Verkauf oder Ersparnis oder sowas, ist halt dann höher. Es wäre ganz gut, wenn man erstmal Ersparnis und Lernfaktor hochzieht und dann das, weil das entscheidet ja dann, was das kostet, beziehungsweise wie lange es noch dauert. So werde ich zum Beispiel jetzt hier machen. Ich werde jetzt halt, schauen, dass ich hier weiterhin auf das skillen kann und dann auf das skillen und dann letztendlich dann auf das skillen. Dann Rundnachricht kann jetzt ich zum Beispiel eine rausschreiben, brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Dann die Klankasse. Da habe ich vorher mein ganzes Geld drauf gebunkert, weil man hier ein bisschen mehr bekommt an Zinsen. Allerdings wollte der eine jetzt dazu joinen und dann habe ich jetzt erstmal mein Geld auf meine Bank gesetzt. Dann Bewerbungen, habe ich gerade keine. Und hier kann ich halt noch Einstellungen für den Clan vornehmen. So, dann hier meine Nachrichten. Seht ihr ja. Muss ich dann später durchgehen. Dann kann man Chat ein- oder ausblenden. Ich lasse ihn eigentlich immer an. Und dann haben wir Ereignisse. Dann Premium. Da habt ihr eben die Premium-Dinger. Und ihr seht, ich kann jetzt Werbung ein- oder ausschalten. Und ich bin auch sehr, sehr lange Premium-User. Dann könnt ihr Premium-Punkte könnt ihr einlösen. Da könnt ihr euch dann diese Skill-Accounts oder halt 1 Monat Premium-Account oder 3 Monate Premium-Account holen. Oder man kann es einfach hier verlängern über die Art und Weise. Und dann hat man eben hier die Premium-Einstellungen. So, dann Ranglisten ist ganz normal. Da steht halt, wer erster Platz ist und so, ne? Wo ich auch ziemlich weit oben bin. Welcher Platz bin ich nun mal? Müsste eigentlich hier irgendwo sein. Da bin ich. 31 bin ich im Ranglisten, also in der Rangliste. Bei den Gebäuden bin ich da schon um einiges weiter, weil da bin ich nämlich Platz 3. Will mich aber noch an der Mir vorbeimogeln und irgendwann schauen, dass ich vielleicht sogar noch Roxy wegschiebe von der Position 1. Spielregeln. Könnt ihr ja mal dann Pause drücken und euch das dann durchlesen. Ich versuche es euch jetzt mal hier so einzublenden. Einmal. Zweimal. Das ist dann der Rest. Könnt ihr euch dann gerne anhalten und dann halt durchlesen. Oder einfach, wenn ihr das Spiel spielt, auch durchlesen. Dann kann man hier noch sein Profil einstellen. Wie ich jetzt hier habe. Dann Einstellungen. Kann man seine E-Mail-Adresse bestimmen und halt sein Passwort. Und so. Oder hier. Kann man halt alles einstellen. Was ich auch cool finde, ist, wenn man hier Account löschen, muss man hier wirklich alle 4 Dinge anhaken, bevor man es machen kann. Also kann es nicht passieren, dass man versehentlich löscht. Ja, dann sind wir im Bergwerk, sehe ich gerade, sind wir fertig. Dann sehen wir mal. Einmal Silber bekommen. Und im Sumpf sind wir auch fertig. Du hast Sumpfwasser gefunden, okay? Läuft. Dann hier ist noch Hilfe, Sub und Forum. Das ist ja eigentlich das Übliche. So viel mal zu dem Spiel. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall schon mal Bescheid, wie das Ganze hier funktioniert. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich den einen oder anderen Abonnenten, vielleicht auch jemanden aus meiner CCSW-Community, sich jemand für das Spiel begeistert. Und dann letztendlich dann hier mit mir zusammen spielt. Ich bin zwar nicht häufig da, aber das ein oder andere Mal eben schon. Dann hier seht ihr jetzt Black Bull, habe ich jetzt gerade 10. Das ist. Da trinke ich jetzt einfach mal eins. Und schon ist meine Energie wieder aufgefüllt. Und ich kann dann hier 4650 Pflanzen anpflanzen. So. Zack. Dafür ist jetzt meine Energie auf Null. Ja, dann hoffe ich mal, euch hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, es war auch für euch informativ. Ich schaue jetzt mal nochmal, ob die Mir jetzt mittlerweile online ist. Nein, ist immer noch nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr neu seid, würde ich mich natürlich über ein Abo oder ein Like natürlich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß weiterhin auf meinem Kanal und vielleicht viel Spaß beim Zocken
Und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.